stop dancing, boy. Never shout. There's no hope, no place to go. Herbst 1904. Flottenaufrüstungen in England und Deutschland werfen den Schatten des Ersten Weltkriegs voraus. Was suchen die beiden jungen Engländer Davis und Carruthers auf ihrer Yacht Dulcibella zu dieser Zeit im deutschen Wattenmeer? Warum begeben sie sich in Gefahr? Davis entkommt nur mühsam einem Hinterhalt, in den ihn der reiche Kaufmann Dollmann mit seiner Yacht Medusa gelockt hat. Ist Dollmann, der sich als Schwede ausgibt, in Wirklichkeit Engländer? Arbeitet er als Agent für die Deutschen, für Fregattenkapitän von Brüning? Oder spielt er auch mit dem Kommandanten der Blitz ein doppeltes Spiel? Was weiß Clara von all dem, Dollmanns verführerische Tochter? Ist sie vielleicht nur das Werkzeug ihres Vaters gegenüber dem verliebten Davis, um den Anschlag zu wiederholen? Im Wattenmeer treibt die Leiche eines Infanteriesoldaten. Ein Zeichen für ungewöhnliche militärische Operationen, die die Deutschen um jeden Preis geheim halten wollen. Vor dem stürmischen Wetter suchen Davis und Carruthers Schutz im Hafen Bensersiel und finden dort die Medusa vor. Dollmann ist nicht an Bord. Der Hafenmeister liefert ihnen ungewollt ein wichtiges Stichwort. Memmertsand. Scheint eigentlich nichts los zu sein auf Memmertsand. Die Seekarte zeigt das nicht so, aber du hast wahrscheinlich recht. Das ist ein Leuchtturm. Bei Sturmflut müsste die Insel unter Wasser stehen. Fahren wir hin? Hinfahren? Mhm. Wir sitzen doch schon auf Grund. Ja, morgen vielleicht. Und Norderney? Wohin wolltest du noch nach Norderney? Zu Dollmann? Ja, wir können ja abholen und mitnehmen. Hallo, Dulcibella! Jemand an Bord? Wer ist das? Wir müssen ihn nicht mehr abholen. Dollmann? Du bleibst hier. Du bist im Moment nicht da. Du bist im Moment nicht da. Guten Abend. Ich habe mich geirrt. Verzeihen Sie. Ich hatte einen Bekannten auf diesem Schiff vermutet. Sie irren sich nicht. Das ist die Dulcibella. Kennen Sie Herrn Davis? Herrn Davis? Ist er an Bord? Einen Moment, warten Sie! Ich heiße Carruthers. Dollmann, angenehm. Dollmann? Herr Dollmann. Ihr Schiff, nicht wahr? Wunderschön. Ich habe von Ihnen gehört. Sind Sie der Freund, auf den er in Norderney gewartet hat? Er hat gewartet, ich habe gewartet. Ich saß tagelang auf Norderney herum und verfluchte ihn, weil er nicht kam. Aha. Bis ich schließlich die ganze Geschichte erfuhr. Was für eine Geschichte? Sie waren doch dabei. Ich hatte sogar vor, Sie in Norderney aufzusuchen. Sie sind schließlich der Einzige, der dabei war. Wobei? Als das Unglück geschah. Es gab ein Unglück? Wenn man es so nennen will. Ich habe Herrn Davis vor ein paar Wochen einige schöne Stellen in unserem Wattenmeer gezeigt. Er segelte hinter mir her. Wir wurden später getrennt. Die Sicht verschlechterte sich rapide. Aber von dem Unglück haben Sie gehört? Ein Gerücht. Ist schrecklich. Ich hatte so gehofft. Dass er Ihre schöne Stelle im Wattenmeer überlebt hätte? Wie bitte? Sie waren sein Lotse, Herr Dollmann. Ohne Sie hätte sich ein Skipper wie Davis niemals bei Sturm in solches Fahrwasser begeben. Ohne Lotse, wie gesagt. Was soll das heißen?
Sie werden sich verantworten müssen, nicht wahr? Das ist ja unglaublich. Behaupten Sie etwa, ich hätte Ihren Freund in Seenot allein gelassen? Eine solche Unterstellung wird auch nicht durch den schmerzlichen Verlust Ihres Freundes gerechtfertigt, Herr Carruthers. Schmerzlicher Verlust? Oder wie immer Sie es bezeichnen. Wenn Sie Davis meinen, die Sache hat nicht geklappt. Ich meine, er ist frisch und munter und spaziert hier irgendwo im Ort herum. Er sah Ihr Schiff liegen und dachte, dass er sie vielleicht irgendwo trifft. Sie sind ein merkwürdiger Vogel. Sagen Sie ihm, dass ich ihn sehen will. Ich möchte wissen, was er Ihnen da erzählt hat. Ich erwarte ihn heute Abend um 8 zum Dinner auf meinem Schiff. Meinetwegen kommen Sie mit. Na, was ist? Sollen die Sachen da stehen bleiben? Hast du uns gehört? Ja, ihr wart ja laut genug. Jetzt suchen sie dich. Versteck mich hier drin wie eine Maus. Das passt mir nicht. Davis, es steht 5-2 und die wissen, dass wir was wissen. Die kämpfen jetzt mit offenem Visier. Du warst ja auch sehr offen zu Dolman. Davis, dieser Mann steht da mit seinem Koffer in der Hand. Der ist völlig verblüfft, die Dulcibella hier zu sehen. Der hatte dich schon abgeschrieben. Und dann lädt er mich zum Dinner ein. Wahnsinn. Wir bleiben jetzt hier drin und schieben abwechselnd Wache. Thank you.
haben. Ich sehe, du schiebst Wache. Alles unter Kontrolle. Herr Davis, schlafen Sie etwa noch? Danke. Pack die alberne Flinte weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Da ist ja die Leiche. Und gut sieht sie aus. Was? Na, offiziell sind sie tot. Verbrunst mit Glaswasserleiche aufgefischt und einwandfrei identifiziert. Hast du es gar nicht gemerkt? Nein. Ich verstehe das auch nicht. Ich allerdings auch nicht. Die Dame müsste sie doch gut genug kennen, um sich nicht zu irren. Welche Dame? Clara Dollmann. Sie hat sich schließlich identifiziert. Und das ist Herr Carruthers, wenn ich nicht irre. Ich glaube, wir hatten auf Norderney das Vergnügen, nicht wahr? Ja, ja. Wissen Sie was, mein Herr? Ich lade Sie zum Frühstück ein. Zur Wiederauferstehung. Schönes Wetter haben Sie mitgebracht. Das merkst du hier drin? Aber sicher, dann bleiben die Leute weg. Keine unnötigen Lügen. Wir haben keinen Verdacht gegen Dolmer. Die Sache mit Clara müssen wir improvisieren. Ansonsten sind wir nett und harmlos. Meine Gäste und mich. Nun, meine Herren, ist Ihnen ja recht? Aber nehmen Sie auch Platz. Nun, erklären Sie mir doch mal, wie kommt das Mädchen dazu? Tja, macht ihr schöne Augen. Sie sieht dich zuletzt bei Windstärke 7 auf deiner Dulce Bella in vollem Einsatz und hört dann nie wieder was von dir. Herr von Brüning, behandelt man so eine Clara? Die mindeste Entschuldigung ist die, dass du tot bist, aber wirklich nur die mindeste. Bei Windstärke 7? Sind Sie da etwa noch gesegelt? Wir wollten ja diesen Turn von Norderney nach Hamburg zusammen segeln. Wunderbares Wetter. Aber vor der Wesermündung drehte der Wind auf Nordwest und nahm ständig zu. Da habe ich mir ein ruhiges Plätzchen gesucht. Da waren Sie, sagen wir mal, bei Scharhörnriff. Na, erklären Sie doch mal einen Laien wie mir, wo man da bei Windstärke 7 ein ruhiges Plätzchen findet. Außer auf dem Meeresgrund natürlich. Wir sind die Abkürzung durch die Telte gesegelt. Und hinter Hohenhörn Sand habe ich den Sturm abgewartet. So, meine Herren, lass sich's gut schmecken. Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Wie bitte? Das war natürlich etwas rau. Aber es ging. Da hatten sich auch noch andere verkrochen. Wollen Sie damit sagen, Dollmann ist Ihnen in der Telte davongesegelt, im Sturm. Und Sie haben das überlebt, ohne das Gebiet zu kennen? Die Sicht wurde schlecht. Wir haben uns nicht mehr gesehen. Immer schön bescheiden, Herr Davis. Was mir Ihr Freund da erzählt, scheint mir ein seglerisches Meisterstück zu sein. Tja, guten Appetit, meine Herren. Und Sie haben die Dolmens seid ihr ja nicht mehr gesehen? Der Wind stand zu schlecht für die Elbe. Ich bin dann hoch zur Eider und in die Ostsee gesegelt. Tja, da hätte ich mir an klarer Stelle allerdings auch Sorgen gemacht. Prost, meine Herren. Braucht man Sie nicht wieder im Foreign Office, Herr Carruthers, oder haben Sie dies hier als Dienstreise deklariert? Frack und Smoking habe ich in London gelassen. Sie finden mich hier ohne jedes Handwerkszeug. Und ich dachte immer, das Handwerkszeug des Diplomaten wäre Augen, Ohren und Verstand. Augen, Ohren und Leber, Herr von Brüning. Prost. Prost. Köstlich. Wenn es nach dem Verstand ginge, dann wären die Beziehungen zwischen England und Deutschland nicht auf dem Tiefstand, auf dem sie heute sind. Deutschland braucht seine Flotte. Wir haben viel zu spät damit angefangen. Ja, ja, das Gleichgewicht der Kräfte. Gleichgewicht? Reden Sie nicht vom Gleichgewicht, wenn Sie Englands Überlegenheit zur See meinen. Nein, die Zeiten haben sich geändert. Wir müssen uns arrangieren. Alle. Entschuldigen Sie mich bitte. Hält er nichts von Arrangements? Ich glaube, er hält nur nichts von zu viel Alkohol am frühen Morgen. Aber Sie halten etwas von Arrangements, wenn ich Sie richtig einschätze. Das ist mein Beruf.
dann können Sie Ihrem Freund Davis einen Dienst erweisen. Welchen? Ich spreche von Clara Dollmann. Ach, ja? Also bringen Sie es ihm irgendwie bei, ja? Herr Grüning, das Problem ist, die Jagd war miserabel bisher. Wenn ich so nach London zurückgehe, mache ich mich zum Gespött der Saison. Aber wir haben jetzt den Tipp bekommen, dass Memmerzand sich lohnen soll. Es soll da zwar diese Bauarbeiten geben, aber... Bauarbeiten? Ja, ich habe keine Ahnung. Bergungsarbeiten. Ach ja, was bergen Sie da? Das wissen Sie nicht. Das ist ja doch Tagesgespräch. Einen Schatz. Im Jahre 1811 fliegt die französische Fregatte Corinne von Hamburg nach Le Havre. An Bord hatte sie 1,5 Millionen in Goldbarren für Napoleon in Hamburg versichert. Sie zerschellte am Jüster Rift bei 4 Faden Wassertiefe. Und der Schatz wurde bis heute noch nicht geborgen, obwohl es einige Firmen versucht haben, sind aber alle pleite gegangen. Jetzt versucht es ein Bremer Ingenieur. Ja, mit einigen Kapitalgebern. Dollmann ist übrigens auch dabei. Und einige andere. Und? Werden Sie fündig? Ich hoffe sehr. Ich halte selbst ein paar Anteile. Es ist eine romantische Spekulation. Ich hoffe, Sie finden meine Fragen nicht indiskret. Oh, überhaupt nicht. Das wissen doch alle. Mein Gott. Über die Ergebnisse werden wir allerdings verschwiegen sein. Wissen Sie, es hat einige Prozesse gegeben. Wem das Gold eigentlich gehört. Unter anderem auch mit Lloyds in London. Sie wundern sich also nicht, wenn man Sie für Versicherungsagenten hält. Für eine anständige Profession sollte ich das vielleicht noch werden. Ich gehe immer mit dem Meistbietenden, Herr von Brüning. Meine Herren, vergessen Sie die Jagd. Die Sache ist zu gefährlich. Die Dulce Bella hat überhaupt nichts in dieser Jahreszeit in diesem Seegebiet verloren. Das wissen Sie doch auch, Herr Davis. Nehmen Sie Ihr Schiff und reisen Sie nach England. Gute Reise und auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Ich halte Sie nicht auf, die Ebbe wartet nicht. Sie halten uns nicht auf, wir bleiben noch. Sie wollen bleiben? Ja, wir müssen uns versorgen. Wir haben nichts mehr zu essen an Bord. Sie können sich doch auch woanders versorgen. Der Wind kommt aus Norden und bleibt dort stehen. Wie wollen Sie denn auch aus dem Hafen raus? Dann fahren wir morgen. Verstehe. Immer mit der Ruhe, nicht wahr? Ihr Herren Engländer. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich schleppe Sie raus. Sie können dann in Ruhe bunkern. Meine Herren, ich erwarte Sie um 5. Sagen Sie mal, Carruthers. Haben Sie nicht Lust auf eine Landpartie? Kommen Sie doch mit nach Esens, da sehen Sie mal was anderes. Vielen Dank, aber ich glaube, ich sollte Davis helfen. Das können Sie doch alleine machen, Herr Davis, oder? Die Schiffsjungen müssen immer am meisten schuften, das wissen Sie doch. Ihnen ist nicht zu helfen. Er will uns nicht hier haben, merkst du das?
Da kommt nichts mehr. Was ist das da hinten? Bauernhof oder sowas. Komm, wir gehen zurück. Wo sind die beiden? Na, nun ziehen Sie nicht immer so ein Gesicht. Halten Sie bloß andauernd diesen Krach aus! Das ist die Melodie der Zukunft, mein Lieber. Wenn Sie sich mal nur nicht täuschen. Die liegt falsch, die Tonne. Sie sind ein misstrauischer Mensch, Herr Davis. Sie vertrauen nicht einmal dieser seriösen Tonne. Maschine, Landefahrt voraus. Passen Sie nur auf, dass Ihr Misstrauen Sie nicht eines Tages dazu verführt, alle Zeichen zu ignorieren. Schiff steuert nicht mehr. Sonst kommen Sie nicht eines Tages vom Kurs ab und zerschellen irgendwo. Landefahrt zurück und langsam nach Steuerbord. Tja. Ruder liegt steuerbar. Die meisten Zeichen sind nämlich ernst gemeint. Entschuldigen Sie, Herr von Brüning. Denken Sie an meine Worte. Und Masten und Schotbruch. Was wünscht man Ihnen denn? Kesselbruch und Rohrkrepierer. Loten und nicht klotzen. Ein Faden. Nach Norderney kommen wir doch nicht. Da vorne liegt alles trocken. Was ist denn?
ist denn da? Ich verstehe zwar eine Menge nicht, aber ich freue mich seit Wochen darauf, Sie wiederzusehen. Hören Sie eigentlich nicht zu, wenn ich Ihnen was sage? Warum kommen Sie hierher? Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie von meinem Vater? Es muss verrückt sein, dass ich mich hier mit Ihnen treffe. Ich bin hier, weil ich Sie sehen will. Außerdem lasse ich mich nicht mit irgendwelchen geheimnisvollen Drohungen verjagen. Sie wissen ja nicht, in welche Situation Sie mich gebracht haben. Meinen Sie, die Situation mitten im Bad mit einem Toten zu reden? Nein, da sind Sie nicht tot. Ich weiß nicht mehr, was ich sage. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Lassen Sie uns zur Dolce Bella gehen. Sie glauben nun jetzt, weil ich hätte vor irgendjemandem Angst. Lächerlich. Mich bemühen. Wir haben uns ja schon einmal gesehen. Ja. Das ist Clara. Ist mir klar. Tatsächlich? Ich kann nicht viel Neues sagen. Sie haben mir beim letzten Mal schon gut gefallen. Auch ohne Handkuss. Ja, ich versuche mich nur zu steigern. Obwohl Ihr Kostüm stand Ihnen weitaus besser. Es kommt nicht auf das Aussehen an, sondern auf die Persönlichkeit. Sicher. Nur das Aussehen einer Frau ist schließlich Teil Ihrer Persönlichkeit. Bilden Sie sich ja nicht ein, dass ich auf diesen Ihren Ton hereinfalle. Salonlöwe. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal einfach einen Tee machen. Nein, der Tee ist bereits serviert. Bitte schön. Sie waren in Brunsbüttel-Cook, um irgendeine Wasserleiche als Davis zu identifizieren. Warum
Ich meine, ich hoffe, es war nicht das Aussehen als Teil seiner Persönlichkeit. Ich habe gesagt, dass ich nur mit auf die Dulce Bella komme, wenn wir nicht... Wasserleichen haben nämlich nur noch sehr wenig Persönlichkeit. Wie auch immer, es war die falsche. Die richtige haben Sie kurz darauf am Bahnhof gesehen, ohne Ihren Fehler im Leichenschauhaus zu korrigieren. Dachten Sie, Tote kommen leichter nach Mehmet Sand? Mehmet Sand? Was soll das? Was reden Sie von Mehmet Sand? Ich rede von den Taucharbeiten, von den Investitionen Ihres Herrn Vaters, von Napoleons Goldbarren. Sie sind doch deswegen hier. Deswegen schnüffeln Sie herum. Sie sind irgendwelche Versicherungsagenten aus London. Clara. Sie irren sich. Von Brünning hat es uns gestern erzählt. Wir hatten keine Ahnung. Aber ich finde, das ist ein spannendes Unternehmen und ich würde da gerne einmal zusehen. Aber eigentlich sind wir nur hier, um Enten zu jagen. Als Sie auftauchten, Arthur, da hielt mein Vater Sie für einen Versicherungsagenten aus London, der auf Mehmet Sand Ärger machen will. Die Besitztitel anfechten und so weiter. Er hat dort fast sein ganzes Vermögen investiert. Er war fanat in seinem Verdacht. Ich hatte Angst um Sie. Und als Sie dann nicht in der Elbe auftauchten, nach diesem Sturm. Mein Vater ist sehr starrsinnig. Sein Verdacht war wie ein Wahn. Ich habe Sie für tot erklären lassen, um Sie vor ihm zu schützen, Arthur. Seien Sie, darf ich? Bist du sicher, dass du das Dingy festgemacht hast? Na klar, wieso? Weil es den Priel hinuntertreibt. Unmöglich. Müsste man können. Brothers, bringen Sie mich bitte auf der Stelle zu meinem Boot zurück. Was ist denn los? Brothers, kommen Sie, ich muss sofort nach Hause. Clara! Sie erreichen mich in 2 Wochen in Berlin. Charité. Sie gehen nach Berlin? Ja, seit heute Morgen. Sagen Sie mir jetzt, was das Affentheater soll. Welches Affentheater? Ihr plötzlicher Aufbruch, sehr theatralisch. Was soll das? Lecken Sie mich am Arsch, machen Sie, was Sie wollen. Verschwinden Sie oder ersaufen Sie mit Ihrem blöden Schiff. Mädchen, du spinnst. Ich will jetzt eine Antwort. Davis kann mich in Berlin sehen, so oft er will. Ich besuche ihn auch in London, wenn er das will. Alles, was er will. Aber lassen Sie mich in Ruhe, mein Vater und mich. Bitte gehen Sie. Sie sind hier in Gefahr. Von Brünning hat mich um einen Gefallen gebeten, als ich mit ihm allein war. Bringen Sie Ihren Freund Davis dazu, dass er sich Clara Dollmann aus dem Kopf schlägt, hat er gesagt. Vermeiden Sie jeden Kontakt. Diese Frau ist Gift für einen Mann wie Davis. Was heißt das? Sehen Sie, er hat recht. Was hast du mit ihr gemacht? Wie bitte? Was du mit ihr gemacht hast! Sag mal, wenn du leicht an Unterkühlung leidest, dann solltest du bei dieser Witterung nicht baden gehen.
Gerade eben spielt sie noch Theater wie eine Göttin. Lügt, wie ein alter Diplomat. Und plötzlich, peng, alles ist aus. Wenn ich nicht wüsste, dass du schon bis aufs Mark von deinem Job verdorben bist und nichts mehr dafür kannst, dann... Was denn? Sie lügt doch sogar ihren eigenen Vater an. Der hielt dich doch für tot, oder nicht? Vielleicht hat sie die Seekarten entdeckt. Und wenn schon, steht da vielleicht drauf, was auf Memmert Sand wirklich los ist? Irgendetwas muss es hier geben, Davis. Irgendetwas, von dem wir keine Ahnung haben. Irgendetwas, das ihr Vater auch entdeckt hat. Was? Ja! Dollmann kam eines Morgens zu mir zum Frühstück und saß hier, wie seine Tochter. Ich glaube, ich ließ ihn auch kurz allein und fand ihn hinterher irgendwie verändert. Kurz darauf lud er mich zu dieser Höllenfahrt ein. Aha. Kommt. Hast du ihn gesehen? Ja. Den anderen auch? Ja. Wie haben sie reagiert? Ich weiß nicht. Ich habe es ihnen nicht gesagt. Warum nicht? Es sind deine Angelegenheiten, Vater. Es sind deine Entscheidungen, es ist deine Verantwortung und dein Gewissen. Lass mich aus dem Spiel. Hast dich in diesen Mann verliebt? Dieser Mann hat einen Namen. Du hast dich also in diesen Davis verliebt. Nein. Warum benimmst du dich dann so? Dein Verhalten schadet mir. So? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jemanden liebt. Ich habe das Gefühl bisher noch nicht gehabt. Ich fühle mich eben nicht allein, wenn Arthur da ist. Du bist nicht allein, du bist bei mir. Sehr selten, nicht wahr? Und auch dann fühle ich mich allein. Gerade dann. Findest du nicht, dass du sehr ungerecht bist? Ich bin, wie ich bin. Bist du denn gerecht? Ist das, was du hier tust, vielleicht gerecht? Selbstverständlich ist es das. Und ich hoffe, es kommt nicht so weit, dass du deinem Vater nicht mehr vertraust. Oder ihn sogar hintergehst. Antworte mir. Ja. Ja, was? Ich vertraue dir ja. Siehst du nicht die Mühe, die es mir macht, mich dauernd zu verstellen, zu lügen, diese Masken zu tragen? Erinnerst du dich an Cylon? Nein. Und deine Mutter? Sie starb, als sie meine Hilfe brauchte. Ich habe es nicht bemerkt. Ich wollte es nicht wahrhaben. Sie war eine stolze Frau, deine Mutter, Clara. Sie war eine Inderin. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich weiß. Ich habe das Buch gesehen. Sie haben dein Buch. Weiß ich. Dieser gottverdammte Verräter. So? Von der Themsemündung zur Waschbucht. Ein Führer durch das englische Wattenmeer. Ich habe gerochen, dass der Mann Engländer ist. Vom ersten Moment an. Aber dass er Offizier war. Ihrer britischen Majestät Lieutenant Albert Castle, der Verfasser dieses Führers, besegelt das Wattenmeer selbst seit Jahren. Was stört dich daran, dass Dollmann einen Führer durch das englische Wattenmeer geschrieben hat? Mich stört, dass Lieutenant Castle Dollmann das Schreiben aufgegeben hat. Ein englischer Lieutenant spioniert für die Deutschen. Nicht irgendein Kaufmann, Carruthers. Ein Offizier.
Vielleicht schreibt er hier auch nur einen Führer durchs Wattenmeer. Für harmlose Touristen wie uns. Dann hätte er wohl kaum versucht, harmlose Touristen wie uns umzubringen, Carruthers. Wir wissen jetzt, warum. Naja, ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass er zu solchen Mitteln greifen würde, nur um sein Pseudonym zu wahren. Wir haben ihn in der Zange. Wir können ihn jederzeit vor ein britisches Gericht bringen. Du glaubst, er kommt freiwillig mit? Nachdem mich seine Tochter gerade beschworen hat, uns so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen, beziehungsweise aus dem Schlick. Der Mann will ja nicht einmal, dass wir England lebend erreichen. Wir müssen ununterbrochen Wache schieben. Auch wenn wir draußen sind. Wir entführen Dollmann auf der Dulcibella nach England und klagen ihn der Spionage für Deutschland an. Ein Aufschrei geht durch das Land, aber vielleicht ist er immer noch Offizier. Unsere Beweise, Davis. Der falsche Name. Den hat jeder, der inkognito reist. Mordversuch an einem englischen Staatsbürger. Deine Aussage steht gegen seine. Clara weiß es auch. Du zwingst die Frau, die du offensichtlich liebst, vor einem Gericht gegen ihren Vater auszusagen? Du schiebst Wache. Ich räum auf. Beweise, Davis. Kontakte zur deutschen Kriegsmarine. Fregattenkapitän von Brüning. Kommt als Zeuge nicht in Frage. Außerdem, was sind Kontakte? Memmert Sand, du Idiot. Geheime militärische Operationen auf Memmert Sand. Eine ganz zivile Schatzsuche. Dollmann hat in ein Bergungsunternehmen investiert, genau wie von Brüning. Geheim nur deswegen, weil sie befürchten, ihren Gewinn an Lloyds Versicherer in London abtreten zu müssen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Das sind doch alles Lügen. Das sag ich ja. Aber was ist wahr? Er sitzt jetzt genauso da wie wir und brütet. Wir müssen nach Memmert Sand. Wie soll das gehen? Ich bin sicher, dass Memmert Sand streng bewacht wird. Trotzdem. Davis, wir müssen an diesem Mann bleiben. Wir müssen an ihm kleben. Wir müssen ihn provozieren, aus der Reserve locken. Ich finde, wir fahren nach Norderney und setzen uns auf den Präsentierteller und warten, bis er zuschlägt. Und in dem Moment... Die Flut kommt. Bist du nervös, was? Ich bin nervös, du bist nervös. Ich bin doch nicht nervös. Naja, wenn schon, Davis. Komm, wir segeln nach Norderney. Segeln? Ach, nee, wirklich. Rudern, Junge! Hau rein! Du Idiot! Und was mache ich hier die ganze Zeit? Hier Präsentierteller genug. Ganz ausgezeichnet. Jetzt müssen wir nur noch warten. Stop dancing, boy.
train spent, lost in ambition, train spent. Don't lose your vision in a ship to fall, in a sea to hide, with a wish to fly and the fear to die. Strange friend, lost in ambition, train spent.